Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly-Video auf meinem Kanal. Heute ist es ein Video, das den meisten von euch wahrscheinlich gut gefallen wird, denn es ist ein Giveaway-Video. Es ist Weihnachten und zuallererst wünsche ich euch auch einen frohen Weihnachten und hoffentlich habt ihr oder die meisten von euch haben wahrscheinlich Urlaub und so weiter und so fort. Und um das Ganze zu feiern, dass viele von uns Urlaub haben und dass Weihnachten ist, gibt es dieses Jahr, wie eigentlich jedes Jahr, ein Giveaway und zwar auch auf Yggdrasil. Ich muss ehrlich zugeben, langsam wird es schwierig, auf Yggdrasil Sachen zu vergiveawayen, weil ich ja jetzt eigentlich legit die letzte Zeit gar nicht mehr dort gespielt habe. Das heißt, ich habe nicht so viel. Also normalerweise, es sammeln sich ja oft durch Events und so teilweise Power-Ups, teilweise auch richtig gute Items an, die man erstmal aufhebt und dann später stellt man fest, okay, man braucht sie vielleicht doch nicht oder Sachen sind dann im Wert gesunken oder keine Ahnung. Und dann denke ich mir, gut, kann man dann eigentlich auch für Giveaway oder so. Oder manchmal hebe ich die Sachen auch direkt für ein Giveaway auf. Aber das geht natürlich nur, wenn man aktiv spielt. Aber ich habe trotzdem noch ein paar Sachen, zum Glück. Und es ist jetzt auch kein irgendwie 0815 Giveaway, sondern es sind schon gute Sachen dabei. Also ich habe schon geschaut, dass alles zumindest einen gewissen Wert hat. Sonst freut man sich ja nicht. Und es wird insgesamt 10 Gewinner geben, zumindest wenn ich mich nicht verzählt habe. Und ich sage euch jetzt auch, was es zu gewinnen gibt, aber erstmal, wie ihr überhaupt an dem Giveaway teilnehmen könnt. Ist ganz einfach, wie jedes Jahr. Ihr müsst einfach den Kanal abonnieren, das Video liken, würde ich mich zumindest sehr darüber freuen. Und dann das Wichtigste ist, dass ihr euren Char-Namen, logischerweise von Yggdrasil, das hier ist ein Yggdrasil-Giveaway, müsst ihr in die Kommentare schreiben und ihr müsst ihn auch unbedingt richtig schreiben. Also wenn ihr irgendwie ein I habt, wo kein I-Punkt ist, sondern ein I mit Akzent oder irgendwas, also andere Schreibweise oder so, es muss so sein, ich mache einfach Copy-Paste und wenn der Name dann nicht gefunden wird, also ich tippe ihn nicht ab, ich mache wirklich Copy-Paste, und wenn der Name dann nicht gefunden wird, lose ich neu aus. Also da gibt es auch keine zweite Chance oder so, dann ist vorbei. Also achtet auf jeden Fall darauf, dass der Name richtig geschrieben ist. Wenn ihr solche Sondernamen habt, im besten Fall nehmt ihr einfach einen Charakter von euch, der, naja, so wie er hier Boxen Larry heißt, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Genau, und ja, jetzt zu den Gewinnern. Es gibt insgesamt, wie gesagt, 10 Gewinner. Der erste Gewinn ist ein Bolo Cloak in weiblich, ist jetzt nichts so Spezielles. Ich sag mal so, es sind 9 ungefähr gleichwertige Gewinne. Der eine ist mal mehr wert, gut, einer ist wahrscheinlich deutlich mehr wert. Aber der Hauptgewinn ist eigentlich das, was wirklich rausstechen wird. Also es gibt einmal ein Bolo Cloak in weiblich, dann gibt es 3x50 Scroll of Holy, also die den Status wiederherstellen, das heißt jegliche Debuffs und so weiter und so fort entfernen, also Stunts, Silence, Root und so weiter und so fort, alles entfernen. 50 mal, 3 Stück, also 3 Leute gewinnen 50 Holies. Dann gibt es einen Blessed Cloak of Light, ist mittlerweile nicht mehr so das krasse Highlight, okay, zugegeben, aber ist trotzdem noch ein geiler, erstens mal sieht er geil aus und zweitens immer noch ein geiler Cloak für Zweitcharaktere, für Nebencharaktere und vor allem für die Cast-Time, die er gibt. Also es hat immer noch seine Berechtigung, sage ich mal, auch wenn er schon extrem abgefallen ist, leider. Dann 2x30 Gold-Packages, ich denke mal, das weiß jeder, was das ist. Das sind Asria-Tickets drin, ES-Amplification-Scrolls und Upcut-Stones. Also kann man immer gebrauchen, denke ich. Vor allem, es war auch schon lange keine flauschige Invasion mehr. Vielleicht gewinnen oder der oder diejenige, die da gewinnen, haben vielleicht sowieso Mangel, was das angeht. Oder die müssten momentan vielleicht auch ein bisschen mehr wert sein, ich weiß es nicht. Auf Yggdrasil die Preise kenne ich jetzt nicht so genau. Auf jeden Fall 1x2 Soldemols gibt es da noch. Also Soul Demolition Earrings, plus 3 sind die. Und 1x100 Valentine Chocolates, also nicht Valentine Day Chocolate, sondern Valentine Chocolate. Das heißt, die 2 Stunden hält. Und das müssten jetzt 9 Gewinner gewesen sein, oder 9 Gewinner besser gesagt. Die Gewinner kommen ja erst noch. Und der Hauptgewinn, ja, der richtig saftige Hauptgewinn, und ich glaube, das kann man hier wirklich getrost sagen, dass es ein saftiger Hauptgewinn ist. Okay, da rennt jemand random durchs Bild. Ist eine Scroll of Unbinding. Eins der beliebtesten Items im ganzen Spiel, eins der Items, die auch niemals irgendwie an Wert verlieren werden, eigentlich immer nur an Wert gewinnen, angepasst an die Inflationsrate. Und ich denke mal, darüber wird sich jeder freuen, weil selbst wenn man es nicht braucht, es müsste momentan schweineviel Geld wert sein, also mindestens 40 Milliarden, soweit ich weiß, auf Yggdrasil, also schon ein ziemlich saftiger Hauptgewinn. Und alles in allem müssten wir schon so ja, an die 100 Milliarden rankommen für das Giveaway. Ist heutzutage nicht mehr so krass, wenn man sagt, 100 Milliarden auf Yggdrasil zugegeben. Aber wie gesagt, ich spiele halt auch einfach nicht. Also das heißt, oder ich farm halt nicht wirklich was auf Yggdrasil. Deswegen kann ich jetzt nicht 500 Milliarden für Giveaway. Wo soll ich denn die herbekommen? Ja, ich meine, ich habe jetzt legit ein Jahr lang fast
nicht gespielt, also funktioniert irgendwie nicht so ganz. Deswegen, jo, aber ich habe natürlich die Leute, die auf Yggdrasil spielen, nicht vergessen und deswegen für euch auch ein Giveaway. Es gibt natürlich auch ein Giveaway auf Dryad, das fällt leider deutlich schmaler aus, was die Gewinne angeht, aber die kriegen natürlich auch eins. Aber es in einem separaten Video, wird aber auch heute hochgeladen, weiß nicht, vielleicht sogar zeitgleich, mal schauen. Und das war es im Endeffekt auch schon mit dem Video. Wie gesagt, würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr abonniert, liked und euren Kommentar mit eurem Char-Namen eben in die Kommentare ballert. Und die Auslosung habe ich mir jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht überlegt. Ich sag's mal so, ihr habt auf jeden Fall Zeit bis zum 27.12. 23.59 und dann kann sein, weil ich glaube am 28. bin ich beim... Okay, das soll ich wahrscheinlich in dem Video gar nicht sagen. Egal, da habe ich einen Termin. Und ja, mal schauen. Also es wird auf jeden Fall jetzt dann noch vor Neujahr ausgelost. Aber bis zum 27.12. 23.59 habt ihr auf jeden Fall Zeit. Also volle 3 Tage müssen das dann mindestens sein. Danach kann es aber jederzeit ausgelost werden. Und jo, sagt es auf jeden Fall allen weiter, die auch gewinnen wollen. Und bis zum nächsten Mal, wie gesagt. Danke euch. Ciao, ciao.